Südtiroler Bergbauernhilfe vermittelt seit 10 Jahren freiwillige Helfer. Im Sommer brauchen die Bauern zur Heuernte Helfer bei freier Kost und Logis. Unter schwersten Bedingungen werden die in 1200 bis 2000 Höhenmetern gelegenen Höfe bewirtschaftet. Der 700-jährige Polsterhof im oberen Finchgau auf 1400 Metern ist einer von ca. 300 Höfen, die vom Verein für freiwillige Arbeitseinsätze betreut werden. Betrieben wird der Hof von den Brüdern Franz und Hermann Joos. Früh um 5 beginnt der Tag mit Melken, Füttern, Ausmisten. Zum Polsterhof gehören 12 Kühe, 2 Kälber, 8 Ziegen, 40 Schafe, 13 Hühner und der Schäferhund Bubi. Morgen, 7 Uhr, muss die Abendmilch und die frisch gemolkene Milch 4 Kilometer ins Tal zum Milchwagen gebracht werden. Die Helfer werden auf Höfe vermittelt, wo die Menschen unter besonders schwierigen Bedingungen ihren Lebensunterhalt erarbeiten müssen. Von 7:30 bis 8 wird gemütlich gefrühstückt, der Tagesablauf besprochen, die neuesten Nachrichten und der Wetterbericht im Radio gehört. Die Schwester Isabella wohnt im Tal und ist heraufgekommen, um ebenfalls bei der Heuernte zu helfen. Zum Hof gehören weiterhin 8 Hektar steilste Wiese, ein Kartoffelacker und ein kleiner Obst- und Gemüsegarten. Das Wetter ist schön, da wird jede Hand gebraucht. Das am Vortag gemähte Gras wird zum Trocknen gewendet und dann zusammengerecht, damit es der Heulader aufnehmen kann. Während Isabella, Franz und der Erntehelfer das Heu eingebracht haben, hat sich Hermann um Haus, Hof und Tiere gekümmert. Um den Höchstbeitrag für die Milch zu erhalten, muss die so keimfrei wie möglich sein. Das ist den ganzen Tag Arbeit, Hermann, ne? Ja, schon ziemlich lang. So 2 Stunden. Ja. 2 Stunden heißt arbeiten. Bin jetzt 1 Jahr an 4. Stelle von 4.900 etwa 60 Mitglieder. In der Gesamtkeimzahl ist mir Schlecken einfach kein Einziger. Das ist schon gut. Gesamtkeimzahl. Ja, ja. Das ist schon etwas. Ja, ja. Schon etwas, weil Hygiene, Sauberkeit, das ist das Wichtigste für Milch. Und sonst kann ich sie auch nicht zu Käse verarbeiten. Gut. Die einen sagen einfach, die Masse macht die Kasse. Aber ich gebe nicht auf der Masse, macht die Kasse. Ich sage einfach, es muss das Zeug muss stimmen. Ja, ja. Sauberkeit, das ist einfach oberstes Gebot. Das haben Sie schon gesagt, Dick. Sie können einfach nicht verstehen, dass Sie durchaus auch im Sommer bei der ärgsten Hitze immer so nieder. Ja, Hermann, machen wir Mittag, oder? Ja, ja. Wohin? Ja. Ja. Isabella hat schnell ein Mittagessen gezaubert. Am Nachmittag geht's auf eine andere Wiese. Ja, wunderbar. In die Blätter geht es nur gerade. Hans, du legst die Steigeisen an, warum? Oh, weil es steil ist. Zum Mähen. Aha. Aber leichter gehen. Steh gerade.
Die Wiese ist so steil, dass Franz zum Mähen Steigeisen angelegt hat, damit er am Hang bei dieser Schwerstarbeit nicht abrutscht. Bei 30 Grad Hitze auf 1600 Höhenmetern muss viel getrunken werden. Eine verdiente Pause bei einer Marend, also Brotzeit, ist wichtig. Das gemähte Gras ist inzwischen trocken. Und dort, wo der Heulader nicht mehr fahren kann, weil das Gelände zu steil ist, wird das Heu in Planen verschnürt und den Wiesenhang hinuntergetragen. Jede Stunde wird bei diesem herrlichen Wetter genutzt. Die Bergbauern müssen nicht nur für ihre Tiere und sich sorgen, sondern sind gleichzeitig auch Landschaftspfleger. Denn wer, wenn nicht sie, würde diese Wiesen bearbeiten? Und die müssen bearbeitet werden, weil sich sonst die Landschaft in diesen Bergtälern völlig verändern würde. Spät am Abend geht ein arbeitsreicher Tag zu Ende. Die beiden Bauern sind glücklich, wieder einige Kilo Heu trocken auf dem Speicher zu haben. Guten Appetit. Aufgeräumt und sauber kann ein neuer Tag beginnen. Für den Erntehelfer geht nach 10 Tagen der Arbeitseinsatz auf dem Polsterhof zu Ende. Von 5 Uhr in der Früh bis 10:30 am Abend den Alltag auf einem Bergbauernhof hautnah zu erleben, war eine große und schöne Erfahrung für den Menschen aus der Stadt. An dieser Stelle möchte ich allen Bergbauern einen großen Respekt zollen für ihre Arbeit, die sie für Südtirol tun. Mit einem herzlichen Vergelt's Gott bedanke ich mich bei meinen Gastgebern.